Abend, herzlich willkommen und herzlich willkommen Andrea Rohrauer, unsere Übersetzerin heute Abend. Der Verein Grips, die Gemeinschaft zur Realisierung internationaler Poetry Slams und die Grüne Bildungswerkstatt präsentieren den dritten zweisprachigen Wiener Gebärden-Poetry Slam. Und das Anfangswort hat die Initiatorin El Avodalla. Danke. Ich brauche ein Mikro, ich kann nicht gebärden, leider. Also guten Abend, so ungefähr kann ich, aber das ist alles. Ja, ich habe das Ganze organisiert, ich bin von Grips und ich sage herzlich willkommen. Wir wollen einfach Kommunikation in verschiedene Formen darstellen und dazu wünsche ich beste Unterhaltung und ich möchte noch unseren Moderator, unseren bewährten Moderator, muss ich sagen, vorstellen, Jimmy Land. Und jetzt gute Unterhaltung. Die Frau Nationalratsabgeordnete lässt sich entschuldigen, aber wir haben auch von der Grünen Bildungswerkstätte bitte begrüßt Nada Zerza. Ja, auch meine Gebärdenkenntnisse beschränken sich auf guten Abend. Herzlich willkommen im Namen der Grünen Bildungswerkstatt. Ich finde das ganz großartig, dass wir heute hier den Gebärden-Poetry Slam gemeinsam mit Grips auf die Bühne bringen. Ich sehe da leider nicht ins Publikum, da ist sie, die L. Danke für die Zusammenarbeit, war sehr fein. Ich finde den Poetry Slam insofern ganz großartig, weil er sich mit Zweisprachigkeit in einer Art beschäftigt, auseinandersetzt, die für mich persönlich sehr ungewöhnlich ist. Ich bin selbst zweisprachig, ich bin aufgewachsen zweisprachig, ich habe eine zweisprachige Familie, aber die Zweisprachigkeit, die ich lebe, die ist slowenisch-deutsch und die ist ganz was anderes. Und dieses Gebärden mit Voicen, habe ich gerade gelernt, ermöglicht etwas, was alle anderen Formen von Zweisprachigkeit, die ich kenne, nicht können, nämlich dieses Synchrone von Sprache, von gesprochener Sprache, von Voicen und Gebärden. Und dieses gleichzeitige Sehen und Hören, dieses gleichzeitige Wahrnehmen und Verstehen und Kommunizieren von Menschen, die beide Sprachen sprechen. In den zweisprachigen Kontexten, die ich kenne, ist es immer eine aufeinanderfolgende Übersetzung. Und hier ist es die Synchronität, die mich besonders fasziniert, die ich ganz besonders großartig finde. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Abend voll bunter Literatur oder, wie es im August immer geschrieben hat, Poesie mit dem ganzen Körper. Und ich darf auch schöne Grüße überbringen von der Helena Jammer, von der Präsidentin des Österreichischen Gehörlosenbundes, der diese Veranstaltung unterstützt und auch finanziell unterstützt und ermöglicht hat. Helene ist leider erkrankt, sonst würde sie da jetzt begrüßen und das in einem dem Anlass angemessenen Form gebärdend eben selbst. Mir bleibt nur übrig, allen zu danken, dass sie gekommen sind, dass ihr gekommen seid und dass wir heute einen großartigen Abend miteinander erleben werden. Vielen Dank. So, jetzt wird's ernst. Andreas, bitte ein bisschen Licht im Publikum, weil es geht ja auch um euch. Wir veranstalten heute einen zweisprachigen Gebärden-Poetry Slam. Wer von euch war noch nie auf einem Poetry Slam? Okay, dann werden wir kurz erklären, was das ist. Ein Poetry Slam ist ein Wettdichten um die Gunst des Publikums. Selbst verfasste, geschriebene, ausgedachte oder frei improvisierte Texte sind möglich, die man innerhalb einer gewissen Zeitspanne vortragen hat, in seiner jeweiligen Sprache. Man darf keine Hilfsmittel verwenden, man darf nicht keine Masken oder Requisiten verwenden, außer die rote Nase, die man sich selber angetrunken hat. Das ist schon noch möglich. Und was ganz wichtig ist beim Poetry Slam, es ist nicht nur eine klassische Lesung, sondern das Publikum entscheidet am Ende des Abends über den oder die beste Dichterin und Poetin. Und das Publikum bewertet mit Jurytafeln heute. Ich habe hier 6 Jurytafeln, die von 1 bis 10 gehen, wobei 10 das Beste ist
und eins das Schlechteste. Also eins ist ein Text, der nie geschrieben, erdacht oder performt hätte werden dürfen. Und 10 ist der ultimativ grandiose Text, der den kollektiven Orgasmus im Publikum hervorruft. Okay. Gut, ich teile jetzt, wer meldet sich freiwillig für die Jury-Tafeln? Schön. Ja, man kann sich auch zusammen rufen, also Leute, die beieinander sitzen, machen sich das gemeinsam aus, was sie will. Und eine Person, die es in der Hand hat, trifft die letzte Entscheidung. So, 2 habe ich noch. Und damit wir wissen, wie das funktioniert, wie man Punkte gibt, noch vorm eigentlichen Wettbewerb, haben wir eine Sache noch zu erledigen, die ich fast vergessen hätte, aber natürlich nicht vergesse, denn ich bin ja ein vorbereiteter Moderator. Und hier, das ist übrigens der große Hauptpreis, der große Kelch, der erste Platz beim 3. Wiener Gebärdenpoetry Slam. Hier drinnen befinden sich 3 Namen. Die 3 Namen der Dichterin und der 2 Dichter, die heute hier antreten. Und wir bestimmen jetzt die Reihenfolge. Ich bitte hier das Glücksengel, ein Glücksengel, bitte kannst du ziehen. Wie heißt du? Wie heißt du? Antonia. Antonia. Bitte, Antonia, zieh. Klaus Lederwasch. Dankeschön. Als zweites? Meine Schrift zu lesen ist nicht das Einfachste. Sebastian Kokesch als Nummer 2. Und die dritte wissen wir schon, aber nur damit es notariell beglaubigt ist. Anna Schrems. Dankeschön, Antonia. Applaus für Antonia. Gut, das ist die Reihenfolge. Und bevor wir mit diesen 3 Slammerinnen starten, bevor die in den Wettbewerb gehen, haben wir ein großartiges Opferlamm für den heutigen Abend gewinnen können. Bitte begrüßt mit mir, voll Freude, Christoph Kuppal. Kurz noch am Anfang zu dolmetschen. Meine Darbietung wird sehr bildhaft sein. Das heißt, es wird währenddessen nicht gedolmetscht werden und ich hoffe, dass ihr das alle sehr gut verstehen könnt. Ich hoffe, ihr habt euren leeren Magen und nicht viel gegessen vorher. Okay, dann starte ich los.
Dankeschön, Christoph Koppal. Und auch nochmal nicht vorgestellt, Sandra Dobek, hier meine Übersetzerin jetzt. Und jetzt kommt es zur ersten Abstimmung. Wir haben natürlich einen Stargast, den Christopher, wir müssen ihn nicht mehr bewerten, der war natürlich genial, aber wir üben jetzt die Abstimmung. Und wir möchten dazu sagen, er ist ein natürlich gebärdensprachlicher Mensch, so, der seine Sprache vertritt. Wir hätten noch gerne viel mehr gebärdensprechende Dichterinnen und Dichter hier auf der Bühne, weil die drei, die jetzt kommen, sind alle Lautsprechende. Also bitte, wenn ihr motiviert seid, kommt bei den nächsten Malen. Es ist sicher nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Aber jetzt die Abstimmung für Christoph Koppal. Bitte jetzt die Jury auf 3, 2, 1 und bitte. Wir haben eine tolle Wertung. Alle gleichzeitig, da hinten fehlt mir noch eine Wertung. Bitte, ich kann nicht anfangen, bevor die letzte Wertung nicht da ist. Alles klar, da vorne fehlt auch noch eine Wertung. Nicht umdrehen, entscheiden. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Okay. Wir haben, ich schreibe es nur auf, eine 8, noch eine 8, eine 9, noch eine 9, eine 9 und eine abschließende 10, die Höchstwertung. Und einen großen Applaus für den Dichter. Und nicht für die Wertung. Wir können das zurückvermischen. Super. Gut. Ich schreibe das dann gleich auf. Und wir streichen die höchste und die niedrigste Wertung. Und damit bleiben 3 mal 9 ist 27 und 8 sind 34 Punkte. Gut. Was? 27 und 8 ist 35. Ja, sag ich ja. Sie hat mich wohl nicht ganz richtig verstanden. 35 Punkte. So, das war eine Opferlammwertung. Und jetzt, Gott sei Dank, haben wir Ella Abadala da. Wir wissen, sie ist eine hochintelligente Frau. Millionen-Show-Gewinnerin, kann man immer noch dazu sagen. Und jetzt beginnt der Wettbewerb des dritten Wiener Gebärden-Poetry Slam. Begrüßt mit mir, bis er auf der Bühne ist, Klaus Lederwasch. Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich riesig, dass ich heute wieder hier sein darf. Ich war ja schon einmal hier. Möchte aber dazu sagen, dass ich seit meiner letzten Trennung nur mehr Schlagertexte schreibe. Und eben so einen habe ich mitgebracht. Aber zuvor noch etwas ganz Ernstes. Denn genau so wie Leonardo DiCaprio fallen mittlerweile auch immer mehr Poetry Slammer in dieses verflixte Supermodel-Beuteschema. Und genau wie er tun auch wir uns mit dem uns wehren ein bisschen schwer, weil wir nämlich schwach sind, so furchtbar schwach sind. Vor allem, wenn wir diese Bühne verlassen und uns die Supermodels backstage reihenweise an die Schenkel fassen. Denn das tun die und die fragen uns nicht. Supermodels fragen nie, kann man davon eigentlich leben? So von Sex, Drugs und Poesie, das fragen die nicht. Aber falls Sie sich nun fragen sollten, diese Tränen hier in meinem Gesicht, die sind echt. Schließlich ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt. Vieles ist noch nicht mal Blech. Und deshalb ist dieser Schlagertext für dich. Du warst immer eine, mit der man Pferde stehlen konnte. Doch irgendwann hatte ich mehr Pferde, als ich Pferde zählen konnte. Ich wollte immer nur dein Bestes, aber du wolltest mir nicht mehr geben. Ich hab dich trotzdem nie vergessen und möchte dich gern wiedersehen. Ich liebe dich nicht! Obwohl, vielmehr liebe ich dich, weil wir sind, wie wir sind. Zumindest vorgeben zu sein.
Du sagtest, für mich wäre einmal keinmal. Aber für dich wäre einmal zu viel. Du sagtest, für dich wäre es die ganz, ganz große Liebe. Aber für mich wäre es bloß ein Spiel. Dabei wussten wir beide ganz genau. Ich war nie ein Mann für nur eine Frau. Ich gehörte nie zu den ganz, ganz Treuen. Doch wenn du zurückkommst, sollst du es nicht bereuen. Denn, nur Beispiel, wenn du Durchfall hast, dann gebe ich dir ein Stück Kohle zum Kauen. Und wenn du dich daran verschluckst, dann werde ich dir ganz sanft auf dein Schulterblatt hauen. Und wenn dir dann die Luft wegbleibt, dann werde ich mich dich beatmen trauen. Ganz egal, was passiert. Also ganz egal, was passiert. Du kannst mir vertrauen. Ich könnte dich nie wieder verletzen. Nicht einmal, wenn du mich dazu zwingst. Und mache ich trotzdem irgendwann wieder mal Unsinn. Dann echt nur, weil du mich um den Verstand bringst. Es wird alles anders. Weil auf dieser Welt nun mal alles fließt. Zumindest versuch ich's zu versuchen, solange du nicht aus Vergessen vergisst. Aber wenn du mal einsam bist, dann werde ich mich von überall zu dir hinstellen. Und wenn du traurig bist, dann werde ich dir was Fröhliches erzählen. Oder wenn du, nur Beispiel, schweren Unfall hast, dann werde ich für dich die Nummer vom Notarzt wählen. Ganz egal, was passiert. Ganz egal, was passiert. Du kannst auf mich zählen. Doch ich sag's in aller Klarheit, damit du's auch wirklich verstehst. Es ist so mühsam, auf dich zuzugehen, wenn du mir den Rücken zudrehst. Aber wenn du dein Augenlicht verlierst, dann werd ich an meiner Hand dich führen. Oder wenn du nur Beispiel Bein verlierst, dann geh ich mit dir Prothesen probieren. Oder wenn du mich nicht riechen kannst, dann werde ich mich verdünnisieren. Aber wenn dein Herz zu schlagen aufhört, dann werde ich dich reanimieren, dich defibrillieren. Ich verspreche immer ganz zärtlich, dein Herz zu massieren. Vielen Dank. Klaus Lederwasch aus der schönen Steiermark, dem wahrscheinlich schönsten Bundesland der Welt. Ehrlich, komme auch daher. Aber ja. Wir brauchen, die Jury soll jetzt in sich gehen. Bitte beratet euch kurz und mal überlegt euch, was ihr dem Klaus Lederwasch für eine erste Wertung geben werdet. Und derweil kann ich, der Klaus hat uns Bücher mitgebracht von seiner Grazer Lesebühne. Gewalt ist keine Lesung, kann man dann bei ihm im Anschluss käuflich erwerben. Gut, ist die Jury bereit? Sehr spannend. Der Klaus, der Prothesen probieren wird, wie war das nochmal? Genau. Also, seid ihr bereit? Dann auf 3, 2, 1 und bitte. Wir beginnen da hinten mit einer 6. Gehen dann weiter auf eine 7. Haben dann noch eine 6. Noch eine 7. Und eine 8 und noch eine 8. Wir streichen eine 6 und eine 8 und bleiben bei 14 und 6 ist 20, 28 Punkten. Und einen Applaus für den Dichter und nicht für die Wertung. So. Ups. Das ist ja 28. Und als nächstes begrüßt mit mir auf der Bühne hier aus dem schönen Kärntnerland, ist er jetzt in Wien angekommen, Sebastian Kokesch. Schönen guten Abend. Es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu können.
Der Text ist über meine beste Freundin. Es ist 9 Jahre her. Es ist 9 Jahre her, dass ich damals in die Klasse kam. Du warst das Mädchen mit der roten Schultasche, die mir sofort in den Blick fiel. Viel Blicke ausgetauscht. Meine Nervosität jeden Tag, wenn ich die Tür öffnete, ausgeraucht, ich abgetaucht, wann immer ich dich dort sitzen sah. Wir waren nur zufällig in derselben Klasse oder Fragmente eines unwahrscheinlichen Raumzeitkonstrukts. Ich war der Junge von außerhalb der Stadt, der nie pünktlich und auch bei dir nie ganz zum Zug kam. Du warst das Mädchen mit den 2 Zöpfen. Jeden Tag, jedes Top, Farblicht, leichter Strumpfhose, passend zu deinem Jeansrock. Wir waren damals schon anders. Nicht erhabener anders, aber vielleicht mit einer Schraube mehr locker als der Rest. Hänsel und Gretel, im Schultheater immer ein Stück näher. Berufswunsch Deutschlehrerin. Berufswunsch chaotischer Literat und Romantiker war ich damals auch schon irgendwie. Interessiert, probiert, blamiert, deprimiert. Irgendwann dann doch am Ziel, denn du redetest mit mir. Jeden Tag selbe Bushaltestelle. Gepflastert mit Anekdoten über Lehrer und Schulkollegen. Und Faszination im Gedanken abschweifenden Blick. Jedes Mal, wenn ich aus dem Bus ausstieg und du drin bliebst. Du bliebst drin im Bus. Du bliebst drin in den Anekdoten und drin als zarte Schokofüllung in der harten, ständig hämmernden Praline unter meiner Brust. Und was kindlich-kindisch war, ist jetzt endlich erwachsen. Du bist die Konstante in meiner Gleichung, die oft genug nicht aufgeht. Du bist die Konstante zu mir Künstler, der die Stadt in seinem Kopf auf die Leinwand aufträgt. Du bist ein Fixstern, wenn ich nachts unter Straßenlichtern Momentaufnahmen wie einen intensiven Kurzfilm-Revue passieren lasse. Du bist das Eis zu meinem Whisky. Es geht einfach nicht, ohne dich möchte ich nie wieder sein. Freundschaft ist kein Paket, das man öffnet und es bleibt. Freundschaft ist eine Flasche, die über Zeit zu was immer Besserem reift, wenn man sie nicht zu viel Licht aussetzt. Du wurdest zeitweise Cremant de la Loire und dein Abgang bitter und pelzig und meine Knospen noch nicht aufgeblüht, deinen Geschmack zu verstehen. Ich war drauf, immer wenn du da warst. Drauf und dran, alles liegen zu lassen, was von mir abgefallen war. Ich lass das jetzt mal so stehen. Oft in der Munitionsweste, aber in den wichtigsten Schlachten immer an der vordersten Front. Du warst es, die mir beigebracht hatte, was Strawberry Fields Forever, was Are You Mine, was You Can't Always Get What You Want. Du warst Satisfaction, Erde unter meinen Füßen. Immer da, aber nicht immer direkt im Blickfeld. Blick durch die rosarote Brille. Abgesetzt und du wirst immer meine älteste Freundin sein, daran kann man einfach nichts mehr ändern. Ich war einst Geist, weil hab Heim gesucht. Philosoph immer, Wein im Krug, freiem Geist, Zunge leicht beducht. Ständig verträumt, innen unaufgeräumt, trink Cappuccino, die Milch aufgeschäumt und du warst mir nie Latte. Ich hatte eine Macke und die habe ich bis heute und jeder, der versuchte, sie zu zerklatschen, musste erstmal dir durch die Finger schauen. Konnte auch wolkenweiche Schulter und zeitgleich deine Rückendeckung an die Bitches und Haters. Es heißt nicht leckt mich, sondern bitte noch immer leckt uns. Am Arsch gingen uns viele vorbei. Wird es nie sein, aber frag doch mal einen Obdachlosen, wo sein Heim steht. Frag doch mal einen auf der Flucht, wo er denn eigentlich grad lebt. Zu Hause muss keine vierte Wand sein, die man nie ganz durchbricht. Muss keine Familie sein, die dir Köpfe ins Bett legt. Muss keine Adresse haben. Irgendwo zwischen
Schlüssel überm Herzen und Tänzerhüfte, das ist der Ort, an dem du Pirouetten drehst. 9 Jahre. Ich habe 9 Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie ich das, was da in der Luft liegt, beschreibe. Dieses Knistern, das ich einatme, dieses auflockernde, wie ein Ballon fliegend machende, ballastabwerfende Ausatmen in einer Umarmung, in der sich Galaxien tangieren, sich Sonnenstürme widerlegen. Widerlegen kann das keiner mehr. Sehr verehrtes Publikum, Nemo wurde gefunden. Es gibt eine Sache, die wollte ich dir schon lange sagen. Du fühlst dich wie zu Hause an. Pass auf dich auf. Danke sehr. Sebastian Kockers. Erzählt uns da, die Jury kann wieder in ihre Beratungen treten. Nemo ist gefunden. Sebastian. Gut, hier finden rege Diskussionen statt. Hier beim Poetry Slam ist das Publikum der Souverän. Und wir hoffen, dass er eine gute Entscheidung fällen wird. Eine bessere wie letztes Wochen, oder wie am Dienstag gefallen ist. Aber da hat es keine Entscheidung gegeben. Und jetzt gibt es aber eine Entscheidung auf 3, 2, 1 und bitte. Wir haben eine gute Wertung, kann man jetzt schon sagen. Wir haben eine 7, die können wir streichen. Wir haben eine 8, dann haben wir eine 9, noch eine 9, noch eine 9 und eine 10. Wir streichen 3 mal 9 ist 27 und 8 ist 35. 35 Punkte für Sebastian, da zieht er davon. Und als drittes in dieser ersten Runde, als dritte, nun für euch Anna Schrems. Bis sie auf der Bühne ist. Ich mache einen Text im Innviertler Dialekt. Und der heißt Wörlauram. Wörlauram bezeichnet, wenn der viel redet, aber nichts sagt. Was zur Zeit, habe ich mir gedacht. Der Wörladam und der Gescheitwaschel, der Geschäftler Huber und der Mostip, der Hirslauenwaschel und der Gastra und der feste Bursch und der harte Hund und der Tropf stehen beieinander, belehren wir der Wohl. Los auf, was wollen, was wollen, was sagen? Hey, hey, na, ja, hey, Schindlaufen da, als Schotzen, als Goschen, als Gefriss. Hey, was? Der Wörlader am Schrein und Scheidwaschen und der Gastra sagt zum Tropf, wer nicht schwimmen kann, soll in das Wasser gehen. Und was voll ist, ist kein Bloß. Hey, wo sind wir denn? Wo waren wir denn? Wer bin ich denn? Wer sind wir denn? Und so lacht mir, wer gefragt? Als Schotzen, als Goschen, als Gefriss? Hey. Hey, hey, Wörlodam, Wörlerwen, Wörler und Wörler und Blier, Wörlodam, hey, Gastra, Gastra, ha, Gastra, wenn, sag halt, was kannst, hat Fotzen, hat Goschen, hat Friss. So rät man bei uns, so gehört sich das bei den ehrlichen Leuten. Hey, was, haben sie doch nicht schlecht? Können eh wieder heim, wenn es ihnen da nicht passt. Das war ja nur das Allerschöne, wie der Herr im eigenen Haus, ein Dach über dem Kopf, mal einen Teufel anfangen und gib ihm die Hand. Hat Fotzen, hat Goschen, hat Friss, wir, ha? Hey, fische Bursche, sag einmal was. Soll der Heimbleiben, dick Faster? Zuerst dichten würde ich gescheit, dann nicht wissen, wohin damit. Wer nicht so erwartet, soll nichts essen, das darf man da noch sagen. Hat Fotzen, hat Goschen, hat Friss. Ja, hey, 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 Geschäftl-Huber, eine feste, starke Hand, Geschäftl-Huber. Uns hat auch keiner geholfen. Hat Fotzen, wir haben auch nie was geschenkt gekriegt. Hat Goschen, da kann da jeder kommen, hat Friss. So jetzt schlickere
Grota zusammengerannt ist, weiß man's, was das für einer sind? Ha? Was? Anna Schrems bringt hier ganz groß Spannung rein. Ihr habt jetzt Anna gehört, ihr beratet euch jetzt über die Punktevergabe. Hier sieht man, hier kann man auch den Konversationen zuschauen der Leute, wie sie eine Entscheidung finden und treffen über Anna aus dem schönen Innviertel. Sie hat vorher gemeint, wo die ganz bösen Leute herkommen. Ein gutes Pflaster, aber ein gutes Bier, Innviertler hell, kann ich empfehlen. Ja. Ich wurde nicht bezahlt von dieser Firma. Na, es ist auch keine Wahlveranstaltung heute, der Poetry Slam war schon geplant, da wussten wir noch nicht, dass wir wieder wählen müssen. Genau. Aber wir müssen wählen immer wieder üben, weil offensichtlich sind die Nichtwähler die größere Gruppe. Gut, die Jury hat eine Entscheidung getroffen. Dann bitte teilt sie uns jetzt mit auf 3, 2, 1 und bitte. Wir haben eine 5, die wir streichen. Ja, man kann natürlich, wenn man es nicht mag, sich gerne äußern. Aufstehen oder so. Wir haben eine 5, die wir streichen, eine 7, noch eine 7, dann haben wir eine 9. Noch eine 9, noch eine 9, die wir streichen, bleibt 2x9 ist 18 und 14 sind 32 Punkte für Anna Schrems. Und ein Applaus. Und nochmal auch ein Applaus für unsere Übersetzerinnen Sandra und Andrea, die wirklich hier das wunderbar umsetzen in die Poesie und wir machen jetzt eine kleine Pause und sehen uns dann wieder zur zweiten Runde. In der Pause darf man was trinken gehen. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Andrea. Zur zweiten Runde des dritten Wiener Gebärdenpoetry Slams. Und für die zweite Runde haben wir auch ein Opferlamm. Es ist niemand geringerer als unsere Initiatorin und Veranstalterin El Awadala. Bitteschön. Ja, ich werde die Mehrsprachigkeit ein bisschen auf die Spitze treiben. Und was in Englisch lesen. Thankfulness. Thank you for each smile. Thank you for each moment of sadness. Thank you for each moment of happiness. Thank you for each moment of despair. Thank you for each laughter. Thank you for each tear. Thank you for slurping your tea. Thank you for each word. Thank you for each difference. Thank you for each accordance. Thank you for misunderstanding. Thank you for understanding. Thank you for sharing your thoughts with me. Thank you for sharing your opinion with me. Thank you for sharing your pictures with me. Thank you for telling me about your family. Thank you for telling me about your country. Thank you for telling me about your culture. Thank you for telling me about your religion. Thank you for your view to my country. Thank you for your view to my culture. Thank you for your honesty. Thank you for your politeness. Thank you for your friendliness. Thank you for your uncharming questions. Thank you for your sensitivity. Thank you for your weakness. Thank you for your strength. Thank you for your strictness. Thank you for your vulnerability. Thank you for your harshness. Thank you for showing up in my life. Thank you for all your answers to my behavior. Thank you for all response to my behavior. Thank you for showing me your way of life. Thank you for enriching my life. Thank you for changing my mind.
Thank you for changing my life. Thank you for all. Thank you, El Abadala. Jetzt haben wir schon einen trilingualen Slam. Es werden immer mehr Sprachen. Wir schauen kurz, ob die Jury noch da ist. Einfach ganz spontan, ohne lange Diskussion. Wie wäre die Wertung jetzt für El Abadala? 3, 2, 1 und bitte. Sind die Karten noch alle da? Das ist die Frage, die eigentliche. Wir haben, da, wo ist noch eine Karte? Wo sind die Jurytafeln? Genau, damit ihr bereit seid für die zweite Runde. Wir haben 1, 2, 3 mal die 7 und 3 mal die 8 sind 14 und 16 sind 30 Punkte für El Abadala. Gut, und wir kommen jetzt in die zweite Runde des Hauptbewerbes. Wir haben in der ersten Runde einen Führenden, nämlich Sebastian Kokesch vor Anna Schrems und Klaus Lederwasch. Und Klaus Lederwasch, österreichischer Meister, steirischer Meister im Poetry Slam, wird jetzt schauen, dass er von hinten aufholt. Hoffentlich, wer weiß, wir werden es gleich sehen. Meine Damen und Herren, viel Vergnügen mit Klaus Lederwasch. Als kleiner Junge fuhr ich aus und die Welt wollte ich sehen. Vater hat mit bloßen Händen ein Floß für mich gebaut und Mutter hat ein passendes Segel genäht. Pass auf dich auf, mein Junge, riefen sie mir hinterher. Und ich hätte mich so gern umgedreht. Aber vor mir kam ein Wehr. Zu früh eingestiegen, dachte ich noch, als mein Kahn über die Kante kippte. Und dann sah ich erstmal nur noch Schaum und verlor, abgesehen vom Proviant, mein Gefühl für Zeit und Raum. Keine Ahnung, wo oder wann ich wieder zu mir kam, weil es nur das Erste, was ich nach meiner Ohnmacht sah, war dieses wunderschöne Mädchen mit dem Blumenkranz im Haar. Fein, gliedrig und ein klein, wenn nicht zu stark geschminkt, saß sie da am Ufer im Spagat und zog allein mit ihren Blicken mich an Land. Und so unterbrach ich meine Fahrt. Sie war eine Seiltänzerin, das sah ich auf den ersten Blick. Und ich wollte schon fragen, hey, gehst du schon lange auf dem Strick? Da zog sie mich ganz sanft zu sich und küsste mich und hauchte mir ganz liebevoll ins Ohr. Ich weiß, dass du nicht bleibst, denn ich weiß deinen Platz, der ist nicht hier. Also fahr schon endlich los, du verrückter Kerl. Und wenn du da bist, grüß das Meer von mir. Und wir küssten uns und ich ritzte ihren Namen in meinen Mast. Ja, ich nannte mein Gefährt nach ihr. Inge, sagte ich zu meinem Floß, ab heute, Inge, fahre ich mit dir. Doch dieser Strom, der wird felsig sein. Strom schnellen, soweit das Auge reicht. Doch du und ich, wir wollen zwei Forellen sein. Machen wir es den Salmoniden gleich? Ja, dieser Strom, der wird schwer zu beschiffen sein. Dieser Strom ist heimtückisch und eine Schwein. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte hier. Lassen wir uns einfach treiben. Tja, und dieser Strom riss mich mit sich und ließ mir keine andere Wahl, als das Ruder aus der Hand zu geben. Und da habe ich zum ersten Mal das offene Meer gesehen. Will sagen, ich hab's gerochen, denn noch lang bevor ich es tatsächlich sah, verriet mir meine Nase, du, ich riech, das Meer ist nah. Und ich heuerte am Hafen an, befestigte mein Floß mit einem Tau, da sah ich unweit von mir am Pier diese wunderschöne Frau. Sie war eine Perlentaucherin, das sah ich auf den ersten Blick. Und ich wollte schon fragen, hey, wühlst du schon lange hier im Schlick? Da zog sie mich zu sich und küsste mich und sagte, ich weiß, du hast das Herz von einem Thunfisch. Und ich weiß, den Thun hält man nicht auf, also küss mich noch ein letztes Mal. Und schau, da drüben steht ein Schiff zum Verkauf. Mindestens den Horizont erreichen, so lautete mein Ziel. Also tauschte ich mein Floß gegen dieses echte Schiff samt Bug und Mast und Kiel. Ich setzte meine Segel und stach noch in derselben Nacht in See. Der Mond war voll, die Sterne standen mir spalier und ich hatte nichts an Land zurückgelassen,
bis auf diesen kleinen Teil von mir. Ein Stieglitz ließ ich nieder auf des Bootes Bug und sprach, gib acht, dein Heck wird leck. Doch noch bevor ich stimmt nicht sagen konnte, war er wieder weg. Im ersten Sturm, da sank mein Schiff. Oh, die See hat mich verschluckt. Sie hat auf mir rumgekaut und mich halb verdaut, am anderen Ende der Welt an Land gespuckt. Zwei Sirenen belebten mich dort wieder. Die eine war splitterfasernackt, die zweite trug ein Mieder und sie heilten meine Wunden und ich habe ihnen alles, selbst mein Ohr, dafür geliehen. Und als ich wieder halbwegs bei Kräften war, da ließen sie mich schweren Herzens ziehen. Und ich zog mir meine Hose hoch und wir küssten uns gegenseitig die Abschiedstränen aus den Augen und ich versprach, sofern Poseidon mir wohlgesonnen sei, wieder mal vorbeizuschauen. Und dann stieg ich in dieses kleine gelbe U-Boot. Ja, das wollten sie unbedingt für mich bauen. Doch schon bald wurde mir klar, dass dieses U-Boot kein U-Boot, sondern ein Raumschiff war. Vielen Dank. Klaus Odysseus Lederwasch. Hier für euch. Von einer seiner vielen Irrfahrten hat er nun erzählt. Die Jury ist schon in heftigen Diskussionen. Wie viele Punkte wird sie dem Verfolger, der alleine die Verfolgergruppe anführt, hier zugestehen? Die Spannung steigt. Und die Wertung bitte auf 3, 2, 1. Und geht's? Wuppdi-wuppdi. Da fehlt noch was. Da hinten wird noch eifrigst diskutiert. Nochmal runter alle anderen Karten, bitte. Damit wir nicht da... Aber bleibt bei eurer Meinung. Ja? Lasst euch nicht beeinflussen von den anderen Meinungen, die ihr bis jetzt gesehen habt. Da hinten eine heftige Diskussion. Ja, Poesie, meine Damen und Herren, ist das Thema der Stunde. Nichts kann die Menschheit so sehr vereinen und spalten wie die Poesie. Das wäre so schön, wenn es so wäre. Okay, seid ihr bereit da hinten? Ne? Ihr habt noch 3 Sekunden Zeit. 3, 2, fehlt der Karte? Nein. 1 und Gemma. Okay, und der Berg hat lange gekreist und rausgekommen ist dabei nur eine, oben bleiben bitte mit der Karte. Oben bleiben. Eine 5, ja, eine 7, eine 9, noch eine 9 und eine 10 und noch eine 10. Und wir streichen eine 10 und eine 5, haben 19, 28 und 7 sind 4, 35 Punkte. Danke. Und damit hat er schon etwas vorgelegt. Nun begrüßt mit mir als zweites in dieser Finalrunde des 3. Wiener Gebärden Poetry Slams Anna Schrems. Ein elendes Luder. Es soll können auf Geheiß stehen, gehen, sprechen, schön sein, keusch und kostengünstig. Aus Lehm gemacht, aus einer Rippe soll sein ein Weib. Beständig müde und bedroht von der Gefahr, fett zu werden. Hat unablässig, gefällig, ansehnlich, liebreizend, hübsch zu sein. Giert danach, geliebt zu werden, hat sich zu fügen. Und wird trotzdem betrogen werden. Immer betrogen. Aber ein Herz. Ein Herz hat er. Schwanzlos geboren und dennoch gelehrig wie ein Hund. Befleißigt sich in guten Manieren. Strebt danach zu Wort zu kommen. Soll schreiben, soll das Maul halten. Nicht fähig, sich klaren Verstandes zu äußern.
Steißer, deine unruhige Natur neigt zum Unglück. Soll lachen, aber jammert, wein sogar, unhygienisch tropft, ist unlicht. Aber ein Herz. Gleichgültig, wie sehr es sich oft abmüht. Wie sehr es Leibesübungen treibt und sich einsichtig zeigt, sich in die Gesellschaft einfügt. Und alles tut, was von ihm verlangt wird. Das Weib. Letztlich und ganz zum Schluss ist es doch kein Mann. Es bleibt ein Weib. Wälzt sich im Dreck, blutet, quält sich ab, plagt sich die ganze Zeit, flirrt, presst schleimige Würmer hervor, macht Männchen. Sein einziger Erdenzweck, ungenügend, ist doch kein Mann. Es sei gestattet, dem werten Publikum hier etwas anzuschaffen. Wollen wir uns vorstellen, ein solches Weib, ein solches Elend? Wollen wir es uns nun ruhig und besonnen vorstellen? Es hat noch keinen Namen. Vielleicht zuletzt, wenn es vorbei ist. Anna Schrems und Sandra Dubeck. Und jetzt wieder Andrea Rohrer hier bei mir. Und wir sind schon wieder gespannt, wie hat euch diese Darbietung gefallen? Ich werde mir sicher ein Vokabel merken, schwanzlos. Das bleibt, so wie einiges immer wieder hängen bleibt, hier auf diesem zweisprachigen Poetry Slam, der für vor allem für uns Hörer, der ganz neue Welt aufmacht, immer wieder aufs Neue. So, wo sind die Jurytafeln? Wo ist die Entscheidung? Wir sind schon sehr gespannt. Auf 3, 2, 1. Bitte. Wir haben hier eine 4. Wir haben eine 6. Wir haben eine 8, wir haben noch eine 8, wir haben eine 9 und wir haben eine abschließende 10. Und einen Applaus für die Dichterin. 16 und 6 ist 22 und 9 ist 31. 31 Punkte. Und nun haben wir den letzten, den Sieger der Vorrunde. Wir werden sehen, kann er jetzt noch was draufsetzen oder hat ihm Lederwasch zu viel vorgelegt? Oder Anna, bitte begrüßen, bis auf der Bühne ist Sebastian Kokesch. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Über ein Mädchen, das vielleicht, vielleicht nicht jeder von euch kennt. Und die Geschichte trägt den Titel Du bist schön. Deine Tränen tropfen wie Make-up auf deine Haut. Jeder Pinselstrich verdeckt ein Stück von der, die du bist. Du gehst mit der Mode und gibst dich dabei auf. Hör auf zu versuchen, jemand zu sein, die du nicht bist. Hör auf zu suchen nach Makeln, die du nicht hast. Du hinterlässt Spuren, die noch nie da waren. Hör auf, sie zu verwischen. Du bist nur du, die noch nie da war. Hör auf, dich zu verduschen. Die Welt braucht dich. Sie braucht dich als Ganzes. Nicht nur den wenig Selbstmitleid, das du tief in dir verschanzt. Sie braucht dich lachend und hoffend,
liebend in einer Welt, wo du nicht selten auf nichts stößt als Diebe, die dich dir versuchen zu entwenden. Reiß dich los, fang endlich wieder an zu rennen. Ich bin schön, schrei es aus dir raus. Ich bin schön, wann immer jemand an dir zweifelt. Ich bin schön, wann immer du an dir zweifelst. Ich bin schön. Schöne Lächeln und trainierte Körper auf Instagram. Scheiß drauf. Wenn du sein willst wie andere, gibst du dich dabei auf. Lass los. Vergiss für einen kurzen Augenblick den Rest der Welt. Versuch nur einen kurzen Augenblick lang zu tun, als wärst du das Einzige, was zählt. Würdest du für ein fluktuierendes Schönheitsideal hungern? Würdest du deine süßen Sommersprossen überdecken? Würdest du deine Augenbrauen anmalen und dich in enge Jeans stecken, nur weil du glaubst, dass andere dich so sehen wollen? Hör mir zu, du bist schön, so wie du bist. Schön, wenn du lachst, wenn du tanzt, sogar schön, wenn du Döner isst. Du strahlst von innen und dein Lächeln verdreht Köpfe. Also hör doch auf, deine Haut abzudecken und in der Tram dein Bitchface aufzusetzen. Prätentiöse Charaktere hat unsere Welt wirklich genug. Entreiß dich deiner Maske und sei endlich wieder du. Ich bin schön, schrei es aus dir raus. Ich bin schön, wann immer jemand an dir zweifelt. Ich bin schön, wann immer du an dir zweifelst. Ich bin schön. Freudentränen tropfen nur auf reine Haut. Einsicht ist, nein, Einsicht nicht. Es ist nur Mut, den du brauchst. Du bist kein Mädchen mehr. Du bist eine Frau und du bist stark wie die Mauer, die du selbst dir erbaust. Und keiner außer dir kann dich niederreißen. Deine Sorgen tropfen wie Tränen auf heißen Stein. Der Pinsel ausgefranst, irgendwo in einer Ecke verschanzt. Du bist schön für mich. Zeit, wieder schön für dich zu sein. Danke sehr. Sebastian Kokesch. Hier, der letzte im Bewerb. Und wer ist so schön? Die Letzten werden die Ersten sein. Wird es stimmen? Wir werden sehen. In wenigen Sekunden ist die Entscheidung gefallen. Bis dahin können wir uns, wenn ihr mehr sehen wollt von der Grünen Bildungswerkstatt, liegt da draußen eine Liste auf, wo man sich in den Newsletter eintragen kann. Der Verein Grips und die Grüne Bildungswerkstatt haben diesen dritten Wiener Gebärdenslam veranstaltet. Wir hoffen, es wird wieder solche Veranstaltungen geben. Und wie gesagt, motiviert bitte eure gebärdensprechenden Dichterinnen und Dichter. Ich sehe da hier in der Reihe eine ehemalige Gewinnerin des Gebärdenslams, Nadine Druhi. Ja, ich hoffe, sie macht beim nächsten Mal wieder mit. Heute hat sie keine Zeit gehabt. Aber motiviert eure Freunde. Bitte kommt. Wir wollen, dass das wirklich ein Austausch wird, dass von beiden Sprachen Vertreter hier sind und die dann auch so super übersetzt werden. Ja, gut. Wir haben auch noch eine kleine Überraschung jetzt nach der Preisverleihung. Ja, man weiß es nicht, was da passieren wird. Aber deswegen ist es ja Überraschung. Ja, gut. Jury, seid ihr soweit? Die Wertung für Sebastian Kokesch. Auf 3, 2, 1, 1,5 und bitte. Wir haben eine 6, wir haben eine 8, wir haben eine 9, wir haben noch eine 9 und wir haben eine 10 und noch eine 10. Wir streichen eine 6 und eine 10, haben 18, 28, 36 Punkte für
Sebastian Kokesch. Und damit gibt es tatsächlich, wenn wir hier zusammenrechnen, haben gleich viele Punkte ex aequo am zweiten Platz. Und bitte Applaus, bis Sie hier auf der Bühne sind, für Klaus Lederwasch und Anna Frems. Gut. Und einen großen Applaus für unsere Dolmetscherinnen Andrea Rohrauer und Sandra Dobig. Komm du auch raus gleich, dann sind wir gleich alle auf der Bühne für ein schönes Schlussbild. Großen Applaus für unsere Initiatorin Ella Vadala. Dann bitte ich Nada Zerza auf die Bühne, die den Preis überreichen wird von der Grünen Bildungswerkstatt. Und nun der Sieger des heutigen Abends. Einen großen Applaus, bis er auf der Bühne ist, für Sebastian Kokesch. Im Namen der Bildungswerkstatt, im Namen von Grips, im Namen von der Helene in Abwesenheit, toll gemacht. Und in Wahrheit das große Danke an den Jimmy Land. Danke. Für die großartige Moderation. Ah, ja. Weil wir ja ganz viel von Mehrsprachigkeit gesprochen haben oder die Mehrsprachigkeit erlebt haben heute und weil sich die Bildungswerkstatt so sehr lange damit beschäftigt, ein Dankeschön. Dankeschön. Das Buch von Menschen, Orten und Sprachen von der Bildungswerkstatt Minderheiten vor zwei Jahren herausgegeben, wo es um mehrsprachige Menschen und mehrsprachige Kontexte in Österreich geht. Und ich darf auch euch beiden eines mitgeben. Ich hoffe, es freut euch, es gefällt euch. Auch dir vielen herzlichen Dank. Und den Dolmetscherinnen. Da glaube ich, kann die Hände nicht frei haben. Gut. Und jetzt bitte alle wieder runter von der Bühne. Ich habe eine Überraschung angekündigt. Es ist keine große Überraschung. Die Zugabe kommt von Christoph Koppal. Ja, vor zwei Jahren beim zweiten Wiener Poetry Slam habe ich ein Stück präsentiert, das vielleicht einige von Ihnen und von euch schon kennt. Das möchte ich nochmal zeigen. Es ist auch wieder sehr visuell. Ich mache es wieder ohne Dolmetscher und es ist nicht so grauslich, ich verspreche es.
Dankeschön. Danke, Christoph. Danke allen, die heute mitgemacht haben. Danke allen, die heute gekommen sind. Bitte erzählt es weiter. Motiviert Dichterinnen und Dichter fürs nächste Mal. Danke, Andreas von der Technik. Danke dem Theater Brett, dass wir da sein haben dürfen. Baba und gute Nacht.